Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu diesem kleinen Einsteiger-Video zum neuen Patch Kronjubiläum der Königin hier auf guildnews.de. Zuallererst mal eine kurze Übersicht, was uns hier eben erwartet in diesem Patch, wo ihr hin müsst, wie ihr hier was erleben könnt und so weiter und so fort. Und wir steigen auch direkt ein. Wir befinden uns in Götterfels und wir sehen hier, wo ehemals der Einsturz war, befindet sich nun der Kronenpavillon. Und genau das ist auch unser Ziel. Hier gibt es eine neue Wegmarke. Hier unten sehen wir sie schön auf der Minimap. Und wir sehen, das sieht hier schon sehr, sehr edel und sehr, sehr schick aus. Und genau hier geschieht auch die meiste Action. Wir können hier mal kurz runter in diesen Kronenpavillon schauen. Da werden wir allerdings nicht viel sehen, denn der Hauptinhalt ist instanziert und befindet sich dort unten. Hier hinunterspringen können wir erstmal nicht. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Nachteil und das würde ich euch nicht empfehlen. Wir schauen uns jetzt mal zuerst das Wichtige an, nämlich die Terrasse oder die Royal Terrace. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt hier im Deutschen heißt. Die royale Terrasse, königliche Terrasse. Dazu braucht ihr so ein Ticket, das könnt ihr euch in der Schwarzen Handelsgesellschaft holen und dann kämt ihr hier quasi durch, was ich jetzt nicht geschafft habe. So ein Ticket hält immer 2 Wochen und da drin findet ihr neben den wichtigsten Dingen wie Kaufleuten und der Möglichkeit hier oben eure Berufe zu machen, ihr lest da Waffenschmied, auch einen Kaufmann, eine mystische Schmiede und vieles mehr. Das ist hier also quasi für jemanden gedacht, der sich hier einen Zugang zu organisieren möchte, um halt schneller an die wichtigsten Inhalte zu kommen und auch den Vorteil, den man sonst nur in Löwenstein genießt, auch in Götterfels genießen zu können, siehe mystische Schmiede zum Beispiel. Dann wollen wir natürlich noch einen ganz wichtigen Teil beleuchten und das sind die Ballons. Die Heißluftballons verteilen sich über die gesamten Gebiete in Tyria. Es gibt 30 Stück und die müsst ihr suchen und für ein Achievement antatschen. Das wird ein bisschen aufwendiger. Ich möchte euch jetzt hier in diesem Einsteigervideo zumindest nicht unbedingt die Wege zu diesen Ballons zeigen, sondern vielleicht nochmal den Einstieg in den Kronpavillon. Nachdem ihr hier die Story-Mission gemacht habt, zu dem ein Video auf meinem Kanal bereits verfügbar sein sollte, könnt ihr einfach hier durchgehen und dann kommt ihr in den Kronpavillon. Der Kronpavillon ist quasi der Hauptinhalt dieses Patches. Einfach weil dort die meiste Action geht, weil wir dort alles Wichtige erleben, weil sich dort die meisten Erfolge tummeln, und so weiter und so fort. So, wir sind jetzt hier im Pavillon gelandet nach einer kurzen Ladezeit. Wir sehen hier in der Mitte eine Wegmarke. Außen sehen wir Gesandte verschiedener Fraktionen. Wenn wir die ansprechen, bekommen wir einen Buff. Und darüber können wir dann hier zum Beispiel die Erfolge machen, wie Champion der Krone, Champion des Kollegs und Co. Da gibt es hier 6 unterschiedliche Gebiete, in denen sich unterschiedliche Gegner befinden. Unterschiedliche Events ploppen hier teilweise auf. Und unterschiedliche Bosse stehen hier, die erledigt werden können. Das heißt, das ist sozusagen der interessante und der Hauptinhalt. Wir sehen da drüben auch Truhen, die wir looten können. Dafür müssen wir durch verschiedene Gruppen durch und ähnliches. Das ist also recht spannend und vor allem recht teamlastig. Hier drüben ist dann der Ausgang. Da kommt ihr wieder hoch nach Götterfels. Und hier drüben geht es hoch zu den Arenen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Inhalt. Und vielleicht der erste Inhalt, der nicht so auf Anhieb gefunden wird. Denn in diesen Kuppeln hier, da spielt sich dieser 1 gegen 1 Kampf im PvE ab. Ihr könnt den betreten, indem ihr außen mit den verschiedenen Leuten redet. Hier zum Beispiel im Kampf. Ich glaube, Kampfausrichter. Ist der das, der uns den Eintrag gibt? Nein, der Zirkusdirektor lässt uns da hinein. Wir können einmal ganz kurz reinschnuppern. Bald wird hineingeschickt. Ihr seht, hier hat sich eine kleine Warteschleife gebildet. Und genau hier. Das ist der Boss, den wir quasi zu Anfang erledigen müssen. Der hier hat einen bösen Hit nach vorne. Den werdet ihr gleich sehen. Den muss man auf jeden Fall ausweichen. Jetzt seht ihr ihn da. Und jetzt kommt es darauf an, dass ihr genug Damage macht, um ihn jetzt zu besiegen. Es ist schlecht, den so komplett an die Wand zu drücken, wie ich das gerade gemacht habe. Eben weil er diesen üblen Schlag nach vorne hat, der uns instant killt. Den man zur Vorsicht auch ausweichen sollte. Und ja, ihr habt jetzt quasi hier den ersten Fight gegen Hammerfall erlebt von mir. Es gab dann auch ein paar Erfolge, wie ihr hier seht, aber darauf gehen wir nicht weiter ein. Also wir haben hier diesen Kronpavillon. Hier unten bei den lieben Repräsentanten bekommt ihr übrigens auch die neuen Waffen. Für die Meta-Erfolge bekommt ihr Miniaturen. Hier sehen wir nochmal schnell
die ganzen Waffen, dafür brauchen wir Zahnräder, die können wir uns hier erspielen. Und den Meta-Erfolg hier erhalten wir ein Mini-Pad. Und im Prinzip war es das schon so. Der erste Einblick in den Patch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Besucht getnews.de für weitere Guides zu allen Inhalten. Und wir sehen und hören uns dann später zum nächsten Video.